das Grundprinzip der Schöpfung ist Fülle. Ohne Fülle ist Vollkommenheit nicht vollkommen. Viele gute Menschen tun alles, um immer vollkommener zu werden. Sie meditieren regelmäßig, gehen zum Satsang, ernähren sich vegetarisch und sind stets liebevoll zu allen. Aber sehr oft meiden sie Geld und Wohlstand, ignorieren oder verachten sogar die Fülle und damit einen Teil der Schöpfung. Kaum jemandem ist bewusst, dass damit die Vollkommenheit nicht mehr zu erreichen ist. Denn wie die Weisheit der Sprache schon sagt, nur vollkommen ist die Vollkommenheit vollkommen. Und wenn Sie dann irgendwann in den Himmel kommen und Gott Ihr Leben anschaut, wird er sagen, du hast ein sehr gutes Leben geführt und die höchsten Schritte gemeistert. Aber du hast die einfachsten Schritte ausgelassen. Also musst du noch einmal zurück, runter, um diesmal alle Schritte zu tun, alle Aspekte der Vollkommenheit zu erleben. Und inzwischen zeigt ihm Gott sein Haus im Himmel, in dem er bis zum nächsten Leben wohnt, und er sieht voller Staunen, dass sein Haus voll ist mit den herrlichsten Dingen. Und Gott sagt, das sind all die schönen Dinge, die ich für dich im letzten Leben vorgesehen hatte, aber du hast sie nicht abgerufen. Nimm sie beim nächsten Mal in Besitz, denn erst damit ist Vollkommenheit vollkommen. Und deshalb weise ich immer wieder darauf hin, dass Geist und Materie gleich wichtige Teile der Vollkommenheit sind. Wenn ich einen Teil ignoriere, ist Vollkommenheit nicht mehr zu erreichen. Also lade ich Sie ein, die natürliche Fülle des Lebens in Besitz zu nehmen und Ihr Leben hier und jetzt wirklich zu vollenden. Seit Jahrtausenden ist es ein überliefertes Geheimnis, dass jeder Mensch über unbegrenzte Schöpferkraft verfügt, mit deren Hilfe er sein ganzes Leben verändern und frei gestalten und bestimmen kann. Und so Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Glück in seinem Leben als erlebte Realität manifestieren kann. Tatsächlich verursachen Sie in diesem Augenblick jetzt Ihre Zukunft, die dann als Ihre erlebte Realität in Erscheinung tritt. Das heißt, Ihre energetische Signatur, Ihre Ausstrahlung, Ihre Schwingung zieht entsprechende Ereignisse in Ihr Leben. Hält allerdings auch dem nicht entsprechende Ereignisse zuverlässig fern, auch wenn Sie die gerne hätten. Aber sobald Absicht und Ursache übereinstimmen, muss das Leben den erwünschten Endzustand als Ihre erlebte Realität manifestieren. Und das tut es dann auch, immer, bei jedem und in jedem einzelnen Fall, nach dem Gesetz, wenn, dann. Und wenn nicht, dann eben nicht. Es ist die Rückkehr in die vergessene Allmacht, die wir allerdings erst in Besitz nehmen können, sobald wir erwachen. Denn irgendwann, auf dem Weg zu uns selbst, erkennen wir, dass wir schlafen. Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber schlafen wir mit offenen Augen. Wir glauben, wach zu sein, träumen aber in Wirklichkeit unseren Traum vom Leben. Und das zu erkennen, ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zu uns selbst. Denn wir bemühen uns nicht aufzuwachen, wenn wir glauben, wach zu sein. Dabei träumen wir nur, wach zu sein. Das Leben eines Menschen beginnt nicht am Tag seiner Geburt, sondern in dem Augenblick, wenn er zu Bewusstsein kommt. Und jeder Tag, jeder Augenblick ist eine Chance, dem Leben andere Anweisungen zu geben und so in ein ganz neues Leben einzutreten. Das beginnt damit, zunächst einmal alles loszulassen, was nicht mehr zu mir und zu meinem Leben gehört. Sein Leben wirklich zu führen. Den meisten Menschen fällt es sogar schwer, ein Gespräch zu führen, zu einem bestimmten Ergebnis zu führen. Aber auch eine Situation, eine Beziehung, eine Firma, ein ganzes Leben und zu leben als Gewinner. Und dabei
ist alles ganz einfach. Es ist wirklich vollkommen mühelos. Wenn es nicht mühelos ist, ist das nur ein Zeichen, dass es anders leichter ging. Als Gott die Welt schuf, geschah das in völliger Mühelosigkeit. Gott sagte, es werde Licht und es ward Licht. Und auch die Natur funktioniert vollkommen mühelos und wählt stets den leichtesten Weg. Das Prinzip ist auch als mathematisches Gesetz bekannt, als das Gesetz des geringsten Aufwands. Alles im Universum folgt diesem Prinzip. Warum sollten wir das nicht auch tun? Machen wir uns bewusst, die Anstrengung ist der Fehler. Mühelosigkeit ist der Weg. Und jeder Tag, jeder Augenblick stellt mich vor eine Entscheidung. Die Entscheidung, wie ich mit diesem Tag, mit diesem Augenblick umgehe. Frage ich mich, was wird mir dieser Tag heute bringen? Dann bin ich in der Haltung eines Opfers. Ich erlebe mein Leben, es geschieht mir. Oder ich erlebe den beginnenden Tag, diesen Augenblick, als bewusster Schöpfer. Dann frage ich mich, was ist die Chance dieses Tages, die noch ungeschöpfte innere Wirklichkeit, die durch mich in Erscheinung gerufen werden will? Und dann erkenne ich, das ist mein Tag, mein Leben. Dieser Augenblick gehört mir und er wartet auf meine Anweisungen. Und alles ist möglich. Dann erkenne ich auch, dass das Leben mir wirklich alles geben will und nur auf meine Anweisungen wartet. Und entspricht das Ergebnis einmal nicht meiner Erwartung, habe ich nicht das Richtige bestellt. Denn das Leben liefert, was bestellt wird und nicht das, was ich haben wollte. Ist aber nicht schlimm. Ich brauche nur neu zu bestellen. Und schon bekomme ich, was ich immer haben wollte. Und ich erkenne, wir haben das Paradies nie verlassen. Und alles beginnt damit, die Kunst der Mühelosigkeit loszulassen. Lassen Sie alles los, was Ihr Leben schwer macht. Schauen Sie jetzt nicht Ihren Partner an, der könnte das missverstehen. Dazu gehören zu hohe Ansprüche, unerfüllbare Erwartungen, auch gute Vorsätze. Tun Sie es oder lassen Sie es, aber Sie brauchen keine Vorsätze. Es sind vor allem vier Bereiche, die Sie loslassen sollten: Krankheit, Mangel, Leid und eine nicht erfüllende Beziehung. Und indem ich Krankheit loslasse, entsteht Gesundheit. Indem Sie Mangel loslassen, entsteht Wohlstand. Indem Sie Leid loslassen, entsteht Freude. Und loslassen geschieht im Bewusstsein. Im Außen ist gar nichts zu tun. Im Außen geschieht es dann mühelos ganz von selbst. Ich muss es in mir vollziehen. Und ein wichtiger Schritt dazu ist, uns aus der Ego-Falle zu befreien. In Südindien wendet man eine einfache Falle an, um Affen zu fangen. Man befestigt eine leere Kokosnuss mit einem Loch darin an einem Baum, sodass ein Affe sie sehen kann. Dann legt man einen Leckerbissen für den Affen hinein und lässt los und geht weg. Und sobald man weit genug weg ist, kommt der Affe, greift rein, nimmt den Leckerbissen. Mit der vollen Hand kann er aber seine Hand nicht mehr aus dem Loch rausziehen. Und dann sitzt er in der Falle. Nach diesem Prinzip funktionieren alle Fallen. Wir halten an irgendetwas fest. Wir brauchen nur loslassen, dann wären wir frei. Aber wir lassen nicht los. Und dann sitzen wir in der Falle, in der Ego-Falle in dem Fall. Also prüfen Sie einmal, wo Sie in der Falle sitzen, wo Sie einfach frei sein könnten mit einem Schritt, indem Sie loslassen. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. Den Ärger loslassen. Gibt es jemanden unter uns, der sich gelegentlich noch ärgert? Scheinbar doch. Schauen wir uns das doch mal an. Was versprechen Sie sich davon? Ärger macht alles nur noch Ärger. Das heißt also, egal worüber Sie sich ärgern, das, worüber Sie sich geärgert haben, ist nach Ihrem Ärger genauso unverändert wie vorher. Sie könnten sich gerade wieder ärgern. Das heißt also, Ärger bringt keinerlei Vorteile, hat aber viele Nachteile. Sie verderben Ihre Laune, Ihren Appetit, Ihren Schlaf, Sie kriegen vor der Zeit Falten und so weiter.
Und alles ohne jeden Vorteil. Also wäre es doch interessant, das zu lassen. Und das ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Sie müssen nur Ihrem Unterbewusstsein ein entsprechendes, sinnvolles Verhalten zu geben. Ein Beispiel, etwas, das Sie alle kennen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren im Auto, Sie fahren auf der Hauptstraße, Sie fahren rechts, Sie fahren 50, Sie sind gut gelaunt, die Sonne scheint, Ihr Leben ist rundum in Ordnung. Da kommt einer von links und nimmt Ihnen die Vorfahrt und in einer Notbremsung können Sie gerade noch so einen Unfall verhindern und der fährt einfach weiter, kümmert sich nicht drum und Sie rufen ihm nach, Gott segne dich oder so ähnlich. Ja. Es kann sein, dass Sie das im Moment etwas anders formulieren und Sie ärgern sich. Ja. Schlimmer noch, Sie fahren ja irgendwo hin, der Ärger ist schon ein bisschen abgeflaut, dann erzählen Sie am Ziel, stell dir mal vor, was mir eben passiert, und dann regen Sie sich noch einmal auf, Sie wärmen den Ärger noch mal auf. Und im Laufe des Tages klingt der ab, vielleicht haben Sie ihn sogar vergessen, aber abends, wenn Sie nach Hause kommen, fällt es Ihnen wieder ein, wenn Ihr Partner sagt, na, wie war dein Tag? Dann sagt er, ja, heute Morgen, da stell dir mal, und dann ist der Ärger wieder da. Das heißt also, wir ärgern uns nicht nur einmal über einen Anlass, wir nutzen den auch noch mehrfach aus. Und das sollten wir ändern, könnten wir ändern, beispielsweise, indem Sie noch einmal anhalten und den Film Revue passieren lassen. Also die Situation können Sie ja nicht ändern. Da kommt wieder der und nimmt Ihnen die Vorfahrt und fährt weiter. Und anstatt jetzt sich zu ärgern, halten Sie an, klopfen sich auf die Schulter, sagen, Donnerwetter, damit musste ich doch jetzt nicht rechnen. Und habe trotzdem schnell und richtig reagiert, habe einen Unfall vermieden für uns beide. Ich kenne den anderen gar nicht, aber auch für mich Lauferei mit der Werkstatt, Reparatur, Wertminderung, vielleicht sogar Krankenhaus, Schmerzen. Alles nur, weil ich schnell und richtig reagiert habe. Und Sie freuen sich über Ihre schnelle, richtige Reaktion. Und wenn Sie gleich am Ziel sind, erzählen Sie nochmal, stell dir vor, aber ihr habt unglaublich schnell, sicher reagiert, freuen sich noch einmal. Und wenn Sie abends nach Hause kommen und erzählen das Ihrem Partner, freuen sich noch einmal über Ihre schnelle und richtige Reaktion, die so viel Schwierigkeiten zuverlässig vermieden hat. Es ist die gleiche Situation, es ist nur ein weiserer Umgang mit dieser Situation. Und jetzt kommt das Wunder. Sie brauchen natürlich nicht warten, bis Sie sich wieder mal ärgern, um das umzuerleben. Sie könnten gleich jetzt beginnen und stellen sich einmal eine ärgerliche Situation vor, wo Sie sich bis jetzt möglicherweise geärgert hätten. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie Sie weiser damit umgehen. Sie können sogar mehrere Dinge ausprobieren. Soll ich so damit umgehen oder wie wäre es damit? Finden Sie also Ihre ideale Art, bis Sie Ihren Weg gefunden haben, mit jeder ärgerlichen Situation weise umzugehen. Und dann vollendet sich das Wunder, wenn Sie das nämlich 21 Mal gemacht haben, hat Ihr Unterbewusstsein das als neues Programm angenommen. Und irgendwann passiert wirklich wieder mal im Außen eine ärgerliche Situation und Sie warten darauf, dass da was losgeht, aber da ärgert sich keiner mehr, da kommt nichts mehr. Sie haben es gelernt, mit einer ärgerlichen Situation weise umzugehen. Und so fangen Sie an, Ihr Leben ganz bewusst zu führen. Zum Beispiel, dass Sie schlechte Laune loslassen. Das heißt, jeden Morgen stehen Sie vor der Entscheidung, nicht nur was ziehe ich an, sondern mit welcher Laune gehe ich durch den Tag. Und stellen Sie sich mal vor, wie ich mich jeden Morgen entscheide. Ja, ich nehme natürlich die beste Laune, die es gibt und gehe wirklich gut gelaunt durch den Tag. Aber Sie können es sich noch leichter machen. Eine noch wichtigere Entscheidung ist, sympathisch zu sein. Könnten Sie das gerade mal machen, dass wir das mal üben? Seien Sie doch mal gerade einen Moment sympathisch. Nein, ich dachte schon ein bisschen mehr. Ich meine, Lachen stört nicht, das ist schon gut. Aber reicht alleine noch nicht aus. Also, ich sage Ihnen, wie es geht. Also, sympathisch sein ist ganz einfach. Sie richten einfach Ihre Aufmerksamkeit beim anderen automatisch nicht mehr wie bisher auf das, was Ihnen nicht gefällt. So, wie läuft der denn rum? Der könnte sich auch mal frisieren und so weiter. Ja, das macht das Ego gern. Das erhebt mich über den anderen, wenn ich da den kritisieren kann. Sondern das ganze Geheimnis besteht darin, Sie finden ab sofort
an jedem irgendetwas ehrlichen Herzens sympathisch. Es muss nicht der ganze Kerl sein. Eine Sache reicht. Üben wir das sogar. Sie schauen mich gerade an. Versuchen Sie mal gerade, an mir irgendwas sympathisch zu finden. Eine Sache. Man gibt sich ruhig ein bisschen Mühe. Irgendwas müsste. Ja, es ist völlig gleich, was Kleinigkeit. Es muss nur ehrlichen Herzens sein, sonst bewirkt es das Gegenteil. Bleiben Sie aber dabei, jetzt nicht sagen, okay, 3 Sekunden, jetzt habe ich ihn sympathisch gefunden, Sache erledigt. Bleiben Sie mal dabei und während Sie diese Brücke der Sympathie aufrechterhalten, spüren Sie einmal, was das mit Ihnen macht. Und Sie erkennen, Sie sind der Beschenkte, wenn Sie sympathisch sind, weil sich Ihre Schwingung verändert. Ja? Sie kommen sofort in eine harmonischere Schwingung. Und diese harmonische Schwingung verändert sofort ihre energetische Signatur. Und diese energetische Signatur beginnt im gleichen Augenblick, ihr entsprechende Ereignisse anzuziehen. Das heißt, wenn Sie anfangen, sympathisch zu sein, ändern Sie Ihr ganzes Leben, weil Sie ganz andere Dinge anziehen in dieser veränderten Schwingung. Machen wir gerade mal einen Härtetest. Nehmen Sie einmal den widerlichsten Menschen ins Bewusstsein, den Sie kennen. Jetzt schauen Sie nicht mich an, ich meine generell. Ja. Denken Sie mal an den widerlichsten Menschen, den Sie kennen, und finden Sie an ihm etwas ehrlichen Herzens sympathisch. Und sollten Sie wirklich einen hundertprozentigen Widerling kennen, dann bewundern Sie einfach seine Konsequenz. Sagen Sie, eins muss man ihm lassen, was er macht, macht er richtig. Ja. Wichtig ist nur, dass Sie an jedem etwas finden, dass Sie ehrlichen Herzens sympathisch finden. Und jetzt kommt Ihre Entscheidung. Wenn Sie bereit sind, finden Sie ab jetzt an jedem Menschen, der Ihnen begegnet, etwas sympathisch. Und das wird Ihr ganzes Leben verändern. Das macht Sie gesünder, weil Sie in einer harmonischen Schwingung sind. Das verlängert Ihr Leben. Keine Statistik hat bisher festgestellt, um wie viele lebenswerte Jahre Ihr Leben sich verlängert, wenn Sie sympathisch sind, aber finden Sie es einfach heraus. Und wenn Sie dann irgendwann mit 104 in Ihrem Lieblingsschaukelstuhl sitzen, kommen gerade vom Tennis und wollen nachher tanzen gehen, und blicken auf Ihr Leben zurück, ohne Ärger und sympathisch, dann wissen Sie, die heutige Entscheidung hat sich gelohnt. Und das liegt in Ihrer Hand. Und noch etwas sollten Sie loslassen, Ihre Vergangenheit. Immer wieder kamen Leute zu mir in die Praxis und wenn ich sagte, was kann ich für Sie tun, dann haben die so bedrückt gesagt, Herr Töpfermann, ich hatte so eine schwere Kindheit. Meine Antwort war immer die gleiche, sagt, na und, seien Sie froh, dass es vorbei ist. Ja? Die muss nicht therapiert werden, die ist ja sowieso vorbei, die kommt ja ohnehin nicht wieder. Also erinnern Sie sich einfach nicht dran. Denn auch wenn sie schön war, sie ist vorbei. Ja? Vergangenheit ist sowas von vorbei. Da brauchen Sie sich einfach gar nicht mehr drum kümmern. Sie lassen sie einfach los. Mich interessiert nichts, was länger als 3 Sekunden her ist, weil mir das ja ohnehin nie mehr begegnet. Also warum soll ich mich damit befassen? Und Sie könnten überlegen, ob Sie vielleicht auch bereit sind, Ihre Vergangenheit wirklich loszulassen. Stellen Sie einfach hier unten hin, das wird nachher weggeräumt. Wenn Sie gehen, lassen Sie einfach hier. Ja, und dann gehen Sie leicht und frei durchs Leben. Und wenn wir schon dabei sind, könnten Sie noch einen Schritt tun. Fangen Sie an zu leben als Gewinner. Machen Sie sich einfach mal bewusst, dass Sie von Geburt an, von Natur aus ein Gewinner sind. Denn bei Ihrer Zeugung, erinnern Sie sich mal, Sie waren ja alle dabei, an den Augenblick Ihrer Zeugung, ja, da gingen 300 Millionen trainierte Athleten an den Start, Samenzellen, die ein einziges Ei befruchten wollten. Ja. Und am Start stand schon fest, am Ende werden 299.999.999 tot sein. Nur ein einziger hat die Chance zu überleben. Sie haben überlebt, Sie müssen was ganz Besonderes sein, sonst wären Sie nicht hier. Sie sind von Natur aus ein Gewinner. Und Sie werden nie wieder im Leben in eine ähnliche Situation kommen, wo Sie in einem tödlichen Spiel gegen 300 Millionen trainierte Athleten antreten müssen. Ja?
Und der schwierigste Tag ihres Lebens war der Tag ihrer Geburt. Weil eben waren sie noch im Paradies mit Vollpension, ohne Sorgen angeschlossen, ja. Sie mussten nicht arbeiten gehen, keine Steuern zahlen, keine Versicherung, ja, kein Geld verdienen. Sie bekamen einfach alles und sie waren rundherum zufrieden und das konnte ewig so weitergehen. Und auf einmal, so ungefähr nach 9 Monaten, plötzlich fing das Paradies an, eng zu werden, zog sich zusammen und da war nirgendwo ein Ausweg. Und vielleicht hatten sie schon mit ihrem Leben abgeschlossen und sagten, jetzt geht's zu Ende. Und da fand sich doch ein Ausweg, sie flutschten raus und sie waren geboren. Ja. Und das sollten sie einfach mit ins Bewusstsein nehmen. So ist es immer im Leben. Es gibt immer einen Weg. Auch wenn keiner zu sehen ist, wenn sie vor einer Aufgabe stehen, es gibt immer einen Weg. Und nachdem sie diese beiden gefährlichsten und schwierigsten Tage ihres Lebens überstanden haben, alles, was danach kommt, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel. Also sollten Sie sich nie wieder aufregen. Ja? Im Leben ist es wie im Restaurant. Es ist nicht entscheidend, wie viel Hunger Sie haben oder wie viel Geld. Wenn Sie nichts bestellen, werden Sie nichts bekommen. Der Ober wird Sie fragen, ja, was Sie wünschen, und wenn Sie keine Bestellung aufgeben, bekommen Sie nichts. Aber es ist auch wie im Restaurant, Ihre Aufgabe ist nur die richtige Auswahl bei der Bestellung. Sie müssen nicht wissen, wie das weitergeht, wie der Koch aussieht, wie der gelaunt ist, wie das in der Küche aussieht, ob die genügend Geschirr haben. Ja, all diese Dinge brauchen Sie nicht, auch im Leben nicht. Sie brauchen sich einfach nicht darum kümmern. Sie geben eine Bestellung auf, in der Gewissheit, ich habe bestellt, das wird jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten dauern und dann kommt es. Und dann essen sie und genießen das Essen. Und genauso ist es im Leben. Sie machen sich bewusst, was sie wollen, sie bestellen und sie bekommen. Es ist ganz einfach. Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien ein als Mensch verkleideter Gott, der freiwillig in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen, die nur in der Illusion der Realität möglich sind. Und vor Beginn dieser Erfahrung haben Sie dafür gesorgt, dass Sie hier alles bekommen und als Realität manifestieren, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Und das ist der Schlüssel, um vom Leben zu bekommen, was immer Sie wollen. Denn worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, dorthin fließt Ihre Schöpferkraft. Und das verwirklicht das Leben. Aber worauf richten die Menschen ihre Aufmerksamkeit? Vorwiegend auf Probleme, Schwierigkeiten, Krankheit. Sie brauchen nur mal hören, worüber die Leute sprechen, ja? Über Probleme, über Schwierigkeiten. Und natürlich fließt dann dort ihre Schöpferkraft hin und sie erschaffen sich so unmerklich andauernd neue Probleme und Schwierigkeiten und Krankheiten. In Wirklichkeit brauchen sie gar nicht den lateinischen Spitznamen ihrer Krankheit zu kennen. Es genügt völlig, dass sie anfangen, wieder gesund zu sein. Dass sie ihre Aufmerksamkeit abziehen von dem, was nicht sein soll, und richten auf das, was sein soll. Also machen wir das gerade einmal ganz bewusst. Gestatten Sie Ihre Aufmerksamkeit ab jetzt nie mehr länger als 2-3 Sekunden bei etwas zu bleiben, was nicht sein soll. Und richten Sie sie dann sofort auf eine Chance, eine Möglichkeit, ein Ergebnis, ein Ziel. Machen Sie sich das zur Gewohnheit, denn das wird Ihr Leben dramatisch verändern. Mit dem Richten Ihrer Aufmerksamkeit bestimmen Sie, was Sie in Ihr Leben ziehen. Das Richten der Aufmerksamkeit ist der Schlüssel, um vom Leben zu bekommen, was immer Sie wollen. Die meisten Menschen haben die natürliche Fülle im negativen Bereich bereits verwirklicht. Sie haben eine Fülle an Schwierigkeiten, an Problemen, an Ärger, eine Fülle an Disharmonie und Krankheitssymptomen, eine Fülle an Lektionen. Das kommt daher, weil Sie vorwiegend Ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Wenn Sie also die wahre Fülle in Ihrem Leben verwirklichen wollen, müssen Sie zunächst einmal
sich zur Gewohnheit machen, ihre Aufmerksamkeit abzuziehen von den Schwierigkeiten und gerichtet zu halten auf die unbegrenzten Möglichkeiten des Lebens. Und wenn Sie das noch mit Dankbarkeit verbinden, dann sind Sie auf dem schnellsten Weg, um in die Frequenz des Empfangens zu bekommen. Wenn Sie in der Imagination erleben, dass es bereits geschehen ist, dass Sie es bekommen haben, dass Sie am Ziel sind und fühlen, dass es geschehen ist, dass Sie es haben, dann haben Sie es. Weil Ihre Schöpferkraft dorthin fließt, machen Sie es doch gerade mal, nehmen Sie einmal irgendetwas, das Ihr Leben bereichern würde. Irgendetwas, das wünschenswert ist, und machen Sie aus dem Wunsch eine Absicht. Warum? Ein Wunsch beinhaltet einen Mangel. Wenn ich mir bewusst mache, ich hätte gern, sende ich aus, ich habe nicht. Eine Absicht beinhaltet die Erfüllung. Wenn Sie zum Beispiel die Absicht haben, sich gleich eine Bildzeitung am Kiosk zu kaufen, dann werden Sie eine bekommen. Vielleicht sogar an der Rezeption, irgendwo im Hotel hier. Oder wenn Sie unbedingt eine Pizza heute Abend essen wollen, dann brauchen Sie nur sich erkundigen, wo ist eine Pizzeria, irgendwo wird eine sein. Sie werden die bekommen. Das heißt, wenn Sie eine Absicht haben, rechnen Sie damit, ganz selbstverständlich, dass Sie das bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie aus jedem Wunsch eine Absicht machen. Und das geschieht am besten mit der erlebten Dankbarkeit. Denn die erlebte Dankbarkeit beweist den vollzogenen Glauben an das, wofür ich mich bedanke. Und an jeden geschieht nach seinem Glauben. Bedanken kann ich mich nämlich nur für etwas, das ich bekommen habe. Und das steht schon in der Bibel, das ich dann bekomme. Markus 11,24. Bittet um was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Das heißt also, wenn ich mich bedanke für etwas, beweise ich, dass ich geistig bereits empfangen habe. Und so kann ich das mit vielen Dingen verbinden. Ich danke für die bestandene Prüfung, auch wenn die erst nächste Woche stattfindet. Wenn ich mich heute dafür bedanke, nehme ich bereits das Bestehen der Prüfung jetzt in Besitz. Oder ich danke für den neuen Arbeitsplatz oder für die gewünschte Wohnung oder für die ideale Beziehung oder für die Auflösung meiner Schulden. Oder für ein erfülltes Leben, für was auch immer. Verbinden Sie einfach das Richten Ihrer Aufmerksamkeit mit Dankbarkeit und nehmen Sie so den erwünschten Endzustand geistig in Besitz. Und da wird das Leben ganz schnell das vollziehen. Machen Sie sich also bewusst, am Start steht schon fest, wie es ausgeht. Die Verlierer brauchten gar nicht erst starten, es wird eh nichts. Und die Gewinner brauchten sich keine Sorgen machen, weil sie ja schon gewonnen haben. Und sie entscheiden, zu welcher Gruppe sie gehören. Und das könnten sie auch jetzt tun. Wenn sie wollen, ich meine, wenn sie wirklich wollen, dann könnten sie sich jetzt entscheiden, ab jetzt zu leben als Gewinner. Das sind zwei Schritte. Einmal, sie erinnern sich an ihre Zeugung, an ihre Geburt, dass sie ein geborener Gewinner sind. Und zum anderen, sie leben nach dem Grundsatz, erst gewinnen, dann beginnen. Das heißt also, egal was sie anfangen, sie erleben erst, dass es geschehen ist, dass sie am Ziel sind, dass sie es erreicht haben. Dann machen sie im Außen den ersten Schritt. Und dann steht am Start schon fest, dass sie wieder einmal gewinnen werden. Und das in jedem einzelnen Fall. Vollkommen mühelos. Es geschieht einfach. Und dann werden ihre Bekannten sagen, ja, du hast einfach Glück, bei dir läuft es. Aber Glück und Pech und Zufall gibt es nicht. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Und wenn sie die richtigen Ursachen setzen, dann werden Sie die richtige Wirkung erfahren. Und neben dem Richten der Aufmerksamkeit ist die wichtigste Ursache die Macht Ihrer energetischen Signatur. In diesem Moment, während Sie hier so dekorativ rumsitzen,
verursachen sie Schicksal, ihre Zukunft. Denn 24 Stunden am Tag strahlen sie ihre individuelle Schwingung aus. Und diese Schwingung ist so individuell wie ihr Fingerabdruck, absolut einmalig. Noch nie hatte ein Mensch ihre Schwingung, wird auch nie einer haben. Und deswegen ist auch ihr Schicksal absolut einmalig. Und deswegen können sie nichts in ihr Leben ziehen, was dieser Schwingung nicht entspricht, auch wenn sie es gerne hätten. Und um das andere brauchen sie sich eigentlich gar nicht kümmern. Denn während sie hier sitzen, geschieht Zukunft, geschieht Schicksal. Das heißt, sie ziehen das ganz mühelos an, sie merken es nicht einmal. Sie glauben einfach, es passiert, aber es passiert nicht. Sie verursachen es in diesem Augenblick. Und in dem Moment, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, in dem Moment, wo sie anfangen, sympathisch zu sein, zum Beispiel verändern sie ihre energetische Signatur. Und im gleichen Augenblick verändert sich ihr Schicksal. Und das liegt in ihrer Hand. Und dann erkennen sie, alles im Leben ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Jedes Problem, jede Schwierigkeit, jede Krankheit, egal was ihnen widerfährt, das Leben sagt, willst du das wirklich so? Sollen wir das so lassen? Oder wie hättest du es denn gerne? Und wartet auf ihre Anweisung. Und dann geben sie die Bestellung, sagen, nee, das gefällt mir doch, das hätte ich lieber so. Danke für dieses Ergebnis, damit haben sie es in Besitz genommen. Und dann wird sich das Leben beeilen, genau das zu verwirklichen. Das heißt, zum Beispiel, ihr derzeitiges Problem ist die Chance zu leben in heiterer Gelassenheit. Oder für eine neue Wahl, für ein besseres danach, vielleicht für einen Schritt in ihrer Entwicklung. Ganz davon abgesehen, dass es in Wirklichkeit kein Problem gibt. Immer wieder einmal kommen Menschen zu mir in die Praxis, weil sie ein Problem haben. Und das Erste, was ich ihnen sage, ist, es gibt keine Probleme. Es gibt Situationen und Umstände, ja, Beziehungen. Und wenn die ihnen nicht gefallen, dann können sie daraus ein Problem machen. Oder einfach ändern. Dann brauchen Sie gar kein Problem daraus machen. Dann seien Sie dankbar, dass das Leben Sie aufmerksam macht auf etwas, was eigentlich so nicht stimmt. Und wählen Sie, wie es aussehen soll. Und dann erreichen Sie es. Das heißt, Leben heißt wählen. Die meisten Menschen wählen unbewusst. Sie merken das gar nicht. Sie wählen mit ihrer energetischen Signatur. Und indem ihnen das bewusst ist, können sie ganz bewusst wählen. Und sie können bestimmen, was sie wählen. Und sie werden es bekommen. Sie können sogar wählen, wie ein Tag verläuft. Auch wenn ein Tag einmal nicht optimal beginnt, kann man was tun. Setzen Sie Ihre schlechte Laune einfach vor die Tür. Und indem Sie sich dem Licht zuwenden, lassen Sie alle Schatten hinter sich. Eine erste Hilfe kann ein Spaziergang im Grünen sein. Oder vielleicht ist Ihnen nach einem Gespräch mit einem Freund zumute. Wozu hat man Freunde? Auch Musik ist ein Zaubermittel gegen ein emotionales Tief. Bringt Sie in eine andere Schwingung. Vielleicht kombinieren Sie sogar ein Bad mit Musik. Da werden Erinnerungen wach, Sie kommen auf andere Gedanken. Vielleicht spielen Sie selbst ein Instrument. Setzen Sie sich ans Klavier oder schnappen sich die Gitarre. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Oder Sie setzen sich aufs Fahrrad oder joggen. Bewegung kann Wunder wirken. Machen Sie sich bewusst, dass Sie der wichtigste Mensch in Ihrem Leben sind. Seien Sie Ihr bester Freund und tun Sie etwas für sich, für Ihren Körper, für Ihren Geist, für Ihre Seele. Verwöhnen Sie sich. Oder zappen Sie sich durch die Fernsehprogramme und in der Werbepause sind dann einige Liegestütze angesagt. Oder wenn Ihnen nach mehr Körpereinsatz zumute ist, Sie haben sicher in Ihrem Verzeichnis eine Telefonnummer, die jetzt genau das Richtige sein könnte. Erleben Sie ein, zwei unvergessliche Stunden, aber man muss schon was tun. Zum Glück fehlt jetzt nur noch ein Glas Champagner oder ein Rotwein und ein nicht optimal begonnener Tag hat doch noch ein Happy End. Es liegt einfach in Ihrer Hand. Und natürlich geht es nicht nur um den Tag. Sie können sich ein ganzes ideales Leben schaffen. Aber jetzt kommt es. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie wollen.
Und man kann nicht beim Leben bestellen, was man nicht will. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Bahnhof an den Schalter und sagen, ich möchte nicht nach Berlin. Ja, dann sagt er, okay, dann treten Sie zur Seite, bis Sie wissen, wo Sie hinwollen. Ja? Oder Sie rufen beim Versandhaus an und sagen, ich möchte kein blaues Kleid haben. Ja. Sie werden nichts bekommen. Aber genau das versuchen viele Menschen beim Leben zu bestellen. Das, was sie nicht haben wollen. Ich erlebe das immer wieder in der Praxis, dass jemand kommt und sagt, was kann ich für Sie tun? Er sagt, ja, ich hätte gern keine Kopfschmerzen mehr. Sag ich, gut, und was hätten Sie gerne? Ja, sagt er leicht irritiert, wie ich schon sagte, ich hätte gern keine Kopfschmerzen mehr. Ich sage, Sie sagen mir dauernd, was Sie nicht wollen, was wollen Sie denn? Er sagt, ja, wie soll man das denn sagen? Ich möchte einfach keine Kopfschmerzen mehr haben. Ich sage, Sie könnten mir zum Beispiel sagen, ich möchte gern, dass mein Kopf in jeder Situation frei und klar ist, dass ein wunderbares Wohlgefühl meinen Körper durchströmt, dass ich voller Lebensfreude bin. Er sagt, ja, genau das will ich. Er sagt, dann sagen Sie es doch auch. Ja? Das heißt also, die Sprache des Lebens ist positiv. Wir aber machen so sonderbare Verrenkungen, wenn uns ein Essen richtig gut schmeckt und der andere fragt, wie schmeckt, sagt er, ich finde es nicht schlecht. Das war gar nicht die Frage. Warum sagt er nicht, ich finde es gut? Ja? Ich finde es nicht schlecht. Also prüfen Sie einmal, wo Sie auch solche negativen Bemerkungen haben in Ihrem Leben und gewöhnen Sie sich eine positive Sprache an. Und dann können Sie sich beim Leben alles bestellen. Einer meiner Freunde hat vor einiger Zeit eine eigene Insel gekauft. Interessanter kann es sein, sich eine eigene Lebensinsel in ihrer Lebenssituation zu schaffen. Das heißt, sich immer wieder Zeiten der Muße, der Besinnung, der Erholung, des Genießens zu schaffen. Bereichern Sie jeden Tag mit etwas, das Ihnen wirklich Freude macht. Verwöhnen Sie sich, seien Sie wirklich Ihr bester Freund. Und leben Sie ständig in dieser inneren Freude, immer in dem Bewusstsein, es ist nur ein Spiel. Es geht um nichts, dabei sein ist alles. Der Sinn des Lebens ist nur, es zu erleben. Und wenn ich schon hier bin, dann kann ich mich auch freuen. Also freuen Sie sich. Und dazu fehlt es vielen Menschen an Geld. Ja, viele Menschen brauchen immer eine Ausrede, um sich freuen zu können. Da muss irgendetwas Besonderes passieren. Der Partner bringt das Frühstück ans Bett oder Sie haben 6 Richtige im Lotto. Aber manchmal gewinnt man wochenlang nicht 6 Richtige im Lotto und dann gestatten sich die Menschen einfach nicht gut gelaunt zu sein. Ja? Ja, manchen Menschen kann man es auch nicht recht machen. Ich denke da an die 2 Freunde, die sich trafen. Sagt der eine, was machst du denn für ein Gesicht? Sagt er, ist doch wahr. Sagt er, was denn? Ach, sagt er, ich habe da vor 6 Wochen das große Los gewonnen, 1 Million. Und deswegen machst du so ein Gesicht? Na, sagt er, 14 Tage später habe ich dann 6 richtig im Lotto mit Zusatzzahl, habe ich 3 Millionen gewonnen. Ja, und sagt er, und weshalb machst du jetzt so ein Gesicht? Ja, sagt er, seit der Zeit wie abgeschnitten, nichts mehr. Ja. Ja. Manchen kann man es nicht recht machen. Aber prüfen Sie einmal, vielleicht brauchen auch Sie zum Glück mehr Geld. Und dann machen Sie sich bewusst, es gibt eine Wissenschaft vom Wohlstand, die genauso exakt ist wie die Mathematik. Und sobald Sie die entsprechenden Anweisungen geben, werden Sie den entsprechenden Wohlstand in Ihrem Leben erleben. Wir brauchen uns nur einmal bewusst machen, wofür Menschen ihr Geld ausgeben. Denn viele Menschen interessieren sich dafür, wie viel sie verdienen. Ob sie das verdienen, was sie bekommen, ist eine andere Frage. Aber das wollen wir jetzt gar nicht prüfen. Sie interessieren sich dafür, wie viel sie einnehmen. Dabei ist das ganz unwichtig. Entscheidend ist nur, wie viel sie behalten. Und schauen wir mal, die Armen geben ihr Einkommen fast ausschließlich für ihr Leben aus. Aber auch die Mittelschicht macht das Gleiche, nur auf höherem Niveau. Sie geben ihr Geld. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der verdient sehr gut, etwa 30.000 Euro im Monat. Nützt ihm aber nichts. Seine Putzfrau ist besser dran, weil er verbraucht ungefähr 35.000 im Monat. Das heißt, er kommt jeden Monat tiefer rein.
Seine Putzfrau hat 800 im Monat, spart aber 200 davon. Ja? Das heißt, sie ist langsam aber sicher auf dem Weg zum Wohlstand und er ist langsam aber sicher auf dem Weg in die Armut. Viele Menschen können also mit ihrem Geld nicht umgehen. Sie brauchen nur einmal überlegen, wie viel Geld sie schon in diesem Leben eingenommen haben. Die meisten Menschen mehr als 1 Million in einem entsprechenden Alter. Und wie viel davon ist noch auf ihrem Konto? Ist das wirklich genug? Sind sie damit zufrieden? Ist das nicht ein Riesenaufwand für so wenig, was da übrig bleibt? Und das genau ist zu ändern und das sollte man tun. Und eine Möglichkeit ist natürlich weniger auszugeben, das ist eine zuverlässige Möglichkeit. Leichter ist es, mehr einzunehmen. Eine kleine Geschichte hat mein ganzes Leben verändert und vielleicht kann sie auch ihr Leben verwandeln. Ich war 22, da las ich in einer Zeitung, 5 Zeilen nur, dass Picasso in einem Restaurant mit Freunden ausgiebig speiste, den besten Wein trank und anschließend etwas auf eine Serviette zeichnete, dem Wirt gab als Bezahlung und der Wirt war hochzufrieden, einen echten Picasso zu haben und mich hat das unglaublich beeindruckt. Da kann jemand sein Geld selber zeichnen. Aber dann fiel mir sofort ein, ne? Mein Zeichentalent, das ist eher dürftig, also ein zweiter Picasso werde ich wohl nicht. Aber dann habe ich die richtigen Fragen gestellt und die hat mein ganzes Leben verändert. Die Frage war, habe ich vielleicht ein anderes Talent, eine andere Fähigkeit, mit der ich Geld machen könnte? Und gut, mir fiel nichts ein. Da erinnerte ich mich, dass mein Deutschlehrer mir gesagt hatte, als ich eines Tages mal meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, es war ein Aufsatz, die Fliege, und ich wollte noch schnell ihn schreiben. Mein Nachbar sagt, was hast du denn geschrieben im Aufsatz? Welcher Aufsatz? Ach so, oh, habe ich vergessen. Ja, habe mich sofort dran gemacht, habe geschrieben, die Fliege, da kam der Lehrer rein, also habe ich alles losgelassen. Und er sagte so, wir nehmen unsere Hausaufgaben vor und lesen das mal vor als erster Tepperwein. Und dann nahm ich jetzt mein Blatt und da stand nur die Fliege. Und dann habe ich natürlich langsam vorgelesen, sehr langsam. Ja, nicht so wie die Kinder immer vorlesen, die lesen dann, die Fliege kriegt, dann fliegt die Hoffnung in die Küche herum und summt und dann so leierten, ja. Ich habe dann also langsam, weil ich mir alles ausdenke, und die Fliege. Die Fliege ist und so weiter, ja, ganz langsam. Und der Lehrer war beeindruckt, sagt, Tepperwein, das war eine 1. Komm bitte nach vorn, dass ich die auf deinem Aufsatz eintrage. Und dann wurde es eine 6. Und dann hat er mir gesagt, aber eins muss man dir lassen, du kannst wirklich gut mit dem Wort umgehen. Und das fiel mir ein, 22, dann ein paar Jahre später, als ich das von Picasso las, ich kann mit dem Wort gut umgehen. Was heißt das? Wie kann man aus dem Wort Geld machen? Und dann fiel mir ein, als erstes Außendienstvertreter. Also habe ich das gemacht, bin in den Außendienst gegangen, wurde Vertreter. Das ging erstaunlich gut, hat mir Freude gemacht. Ich war 2 Jahre hintereinander der Beste in der Firma, kriegte eine brillante Nadel und entdeckte dann andere Möglichkeiten, wie man mit dem Wort umgehen kann. Zum Beispiel als Unternehmer, Mitarbeiterführung, als Unternehmensberater, Verhandlungen führen, als Buchautor, Bücher schreiben, als Heilpraktiker, heilen mit dem Wort, Psychotherapie, Seminare. Ja? Das heißt also, ich habe gelernt, beliebig viel Geld zu machen, einfach durch Reden. Und das könnte entscheidend für Sie sein. Machen Sie sich einmal bewusst, was haben Sie für ein besonderes Talent, um beliebig Geld zu machen. Denn ich weiß eins, jeder Mensch, ich habe es hunderte Male geprüft inzwischen, jeder Mensch hat eine besondere Fähigkeit, die, wenn er sie entdeckt und fördert und poliert, wirklich eine brillante Fähigkeit ist, mit der er beliebig Geld machen kann. Finden Sie Ihre und fangen Sie an, auf Ihre Weise Geld zu machen. Und lassen Sie sich nicht von Ihrem Verstand erzählen, Geld macht nicht glücklich oder irgend sowas. Kann sein, dass Geld nicht glücklich macht,
Aber Geldmangel macht erst recht nicht glücklich. Und wenn ich schon traurig bin, dann doch lieber im Rolls-Royce als im Bus. Ja. Also fangen Sie an, es sich wirklich schön zu machen im Leben. Machen wir gleich wieder einen praktischen Schritt. Das Gehirn ist nicht nur zum Denken da. Mit der Macht Ihrer Gedanken können Sie auch jünger werden. Machen wir uns einmal bewusst, während der äußere Körper mit den Jahren sichtbar altert, verändert die Zeit unseren eigentlichen inneren Körper überhaupt nicht. Ob Sie 20 sind oder 80, Ihr Energiekörper bleibt immer gleich jung. Und jetzt kommt es. Wenn Sie ganz bewusst Ihren inneren Körper bewohnen, wird der äußere Körper deutlich langsamer altern. Und Ihre Bewegungen und Ihre Ausstrahlung machen dieses wahre Jungsein sichtbar. Machen wir das doch gerade mal praktisch. Richten Sie einmal Ihr Bewusstsein auf Ihren inneren Körper, auf den, der immer jung bleibt. Halten Sie Ihr Bewusstsein darauf gerichtet und erleben Sie sich als dieser ewig junge Körper. Treten Sie in diesen ewig jungen Energiekörper ein, atmen Sie als dieser junge Körper. Denken Sie, fühlen Sie sich als dieser Körper. Und wenn Sie wollen, leben Sie ab jetzt als dieser ewig junge Körper. Und Sie werden deutlich langsamer altern. Und wenn Sie einmal irgendetwas in Ihrem Leben verwirklichen wollen, dann kann ich Ihnen die schnellste Technik sagen, die ich kennengelernt habe, um etwas Erwünschtes im Leben zu verwirklichen. Es ist die Blitztechnik des Umkreisens. Es geht ganz einfach. Sie nehmen ein Blatt Papier, schreiben den erwünschten Endzustand in die Mitte, möglichst mit wenigen Worten, vielleicht sogar nur ein Wort, Wohlstand oder Gesundheit oder harmonische Beziehung oder was auch immer. Und dann fangen Sie an, das zu umkreisen. Halten Ihre Aufmerksamkeit aber auf das Gericht, was Sie geschrieben haben, während Sie links herum umkreisen. Ja? Das Umkreisen ist eigentlich unwichtig. Es beschäftigt nur Ihren Verstand und Ihren Körper, damit der nicht stört. Der Verstand muss jetzt aufpassen, dass er das umkreist. Ja? In Wirklichkeit geht es darum, dass Ihr Bewusstsein gerichtet bleibt, ungestört vom Verstand, der sagt, das wird eh nichts oder irgendwas, der ist beschäftigt. Ja, die Kinder spielen schön und Sie können in Ruhe Ihren Wunsch, Ihre Absicht verwirklichen. Und Sie kreisen so lange, bis ein Gefühl von Freude und Dankbarkeit Sie erfüllt. Das wird meistens nach 2, 3, 5 Minuten der Fall sein. Und dann hören Sie auf zu umkreisen. Und dann wissen Sie, dass es geschehen ist. Denn dieses Gefühl der Freude und Dankbarkeit ist die Auftragsbestätigung des Lebens, dass der Auftrag angenommen, bereits in Arbeit ist und in Kürze geliefert wird. Und da werden natürlich immer irgendwann einmal Freunde kommen, die irgendwelche Zweifel äußern. Denn ich sage Ihnen hier Dinge, und manches davon ist wirklich unglaublich. Aber ich biete Ihnen in jedem Fall einen unwiderlegbaren Beweis an. Ihre eigene Erfahrung. Glauben Sie mir kein Wort, aber tun Sie es und erleben Sie, dass es funktioniert. Es geschieht wirklich. Und wenn da wieder einmal einer kommt und sagt, ach wissen Sie, ich bin da Realist, also das Leben ist viel zu komplex, um nach so einfachen Prinzipien zu funktionieren. Ich habe schon alles versucht. Wenn das so einfach wäre, würden das ja alle machen. Ich sage dann, wenn Sie wirklich Realist sind, dann sollten Sie nicht diskutieren und argumentieren, sondern handeln. Nur das Tun verändert die Welt. Alles andere sind nur mentale Spielereien. Wenn Sie wirklich Realist sind, dann beurteilen Sie nicht Dinge, bevor Sie sie selbst erprobt haben. Alles ohne die eigene Erfahrung ist nur ein Vorurteil. Und wenn Sie es erprobt haben, dann wissen Sie, dass es wirkt und es erübrigt sich jedes Urteil und jede Diskussion. Wenn Sie wirklich Realist sind, dann setzen Sie sich nicht mehr selbst Grenzen, sondern überschreiten täglich Grenzen und erweitern Ihre Möglichkeiten.
Und wenn Sie wirklich Realist sind, dann wissen Sie, dass Realität eben nicht nur das ist, was es schon gibt, sondern auch alles, was noch darauf wartet, entdeckt und verwirklicht zu werden. Und das ist der interessanteste Teil der Realität. In Wirklichkeit ist das Leben ein Spiel. Und Sie können vorher bestimmen, welches Spiel gespielt wird, wie lange es dauert und vor allen Dingen, wie es ausgeht. Schaffen Sie sich einen idealen Tagesablauf, ein ideales Leben. Ich habe mit unzähligen Menschen gesprochen in meiner Praxis und immer wieder habe ich ein großes Bedauern gehört, wenn ich gefragt habe, wenn Sie noch einmal von vorne beginnen könnten, was würden Sie anders machen? Und erstaunlich viele Menschen haben gesagt, alles, ich würde alles ganz anders machen. Und eine Frau, hat hier etwas aufgeschrieben, das gefällt mir richtig gut. Das würde ich ändern, wenn ich die Chance dazu hätte. Ich würde früher anfangen, einfach zu leben. Ich würde nichts mehr auf später verschieben. Ich würde die Kunst lernen, jeden Augenblick zu erfüllen. Ich würde die meisten Jugendsorgen einfach streichen. Aber ich würde rechtzeitig ein Experte werden auf einem Gebiet, das mir wirklich Freude macht. Und ich hätte immer unendlich viel Zeit für alles, was wirklich wichtig ist, nämlich zu leben. Und ich würde mir nie mehr Sorgen machen. Ich würde das Privileg mehr schätzen, jeden Morgen aufzuwachen und einen Tag voller Möglichkeiten vor mir zu haben, der nur darauf wartet, was ich daraus mache. Ich würde sofort alles Unwesentliche loslassen und hätte so unendlich Zeit für das, was wirklich zählt im Leben. Ich würde in allen Bereichen mehr Lebensqualität schaffen und alles jeden Tag ein bisschen besser machen. Ich würde noch mehr lieben, denn wer liebt, kann nicht alt sein. Ich würde mehr Humor entwickeln und Liebenswürdigkeit zu meiner Grundeinstellung machen und nicht erwarten, dass die anderen das auch tun. Einfach, weil ich mich dann in mir selbst wohler fühle. Und ich würde nie mehr versuchen, die Wünsche und Erwartungen der anderen zu erfüllen, sondern wirklich mein Leben leben. Ich würde nie mehr versuchen, perfekt zu sein, sondern echt, ehrlich und authentisch und wirklich leben. Und es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Ein besonderer Ausdruck der Fülle ist Weisheit. Weisheit ist kein Ziel, das man irgendwann erreicht, sondern ein Weg, eine Art zu leben. Und dieser Weg beginnt mit dem alles entscheidenden ersten Schritt. Weisheit ist, zu leben in der ständigen, liebevollen Präsenz des Seins. Weisheit ist, zu erkennen, dass es ein Geschenk ist, zu leben. Und alles, was zusätzlich geschieht, ist ein zusätzliches Geschenk. Weisheit ist zu erkennen, angenehm und unangenehm ist nur ein Urteil. Alles ist immer so leicht und so schwer, wie man es nimmt. Weisheit ist segensreich zu leben und ein Segen zu sein für jeden, der uns begegnet. Einander Segen sein. Weisheit ist auch zu erkennen, dass das Leben nur jetzt ist. Ich kann weder vorhin leben noch nachher. Nur jetzt. Es geht nur um diesen einen Augenblick jetzt. Weisheit ist ständiges Loslassen. Zuerst alles Unwesentliche, um so immer wesentlicher zu werden. Dann alles, was mich nicht wirklich glücklich macht, um so immer glücklicher zu werden. Und letztlich alles Unvollkommene. Und wenn ich das letzte Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. Weisheit ist, ein Liebender zu sein, aufzuhören zu werden und anzufangen zu sein. Machen wir uns das Wunder dieses Augenblicks bewusst. Denn in diesem Augenblick geschieht gerade ein Wunder, etwas absolut Einmaliges, was noch nie vorher da war und auch nie mehr in aller Zukunft sein wird. Es ist dieser
Augenblick, jetzt. Und jetzt ist er vorbei. Wir werden diesen Augenblick nie mehr erleben. Dann könnten Sie sagen, ein Augenblick, was ist schon ein Augenblick? Und doch können Sie alles ändern. In einem Augenblick. In diesem Augenblick jetzt. Aber das Wunder wiederholt sich. Und es ereignet sich sofort wieder ein neuer Augenblick. Wieder absolut einmalig. Voller Chancen und Möglichkeiten. Aber eben nur in diesem Augenblick jetzt. Alles ist möglich. In diesem Augenblick jetzt. Lassen Sie uns also miteinander eintreten in das faszinierende Abenteuer dieses Augenblicks. In diesem Augenblick ist alles möglich. Eine Situation kann noch so verfahren oder aussichtslos sein. In diesem Augenblick können Sie alles ändern und Ihren Wunschtraum verwirklichen. In diesem Augenblick kann ich mich wieder erinnern, wer ich wirklich bin und leben als vollkommenes, ewiges Sein. Das heißt auch, ich bin vollkommen gesund. Es gibt keine Probleme. Und es ist keiner mehr da, der leiden könnte, denn ich bin. In diesem Augenblick kann ich die Einladung des Lebens annehmen, diese Schöpfung mit zu gestalten. Und in diesem Augenblick kann ich jeden anderen wieder als den als Mensch verkleideten Gott erkennen. Einen Gott kann ich nicht kritisieren, brauche ich nicht zu ändern. Er ist. Und in diesem Augenblick bin ich damit ein idealer Partner und lebe so sofort in einer harmonischen Beziehung. Weder ärgere ich mich, noch kann man mit mir streiten, denn auch ich bin. In diesem Augenblick liegt das Leben vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch und wartet auf meine Anweisung. Das Leben kann mir nichts verweigern, was ich jetzt verursache. Aber diese Macht liegt nur in diesem Augenblick. In diesem Augenblick wartet die Fülle darauf, dass ich sie in Erscheinung rufe. Aber auch das kann ich nur in diesem Augenblick. Und das ist das Einzige, was wir haben, diesen Augenblick. Aber in diesem Augenblick jetzt ist alles möglich. Ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen einen traumhaft schönen Abend, eine faszinierende Inkarnation und die verwirklichte Fülle in Ihrem Leben. Danke sehr.